Hallo ihr Lieben, heute soll es mal um meine angefangenen Buchreihen gehen und Buchreihen, die ich rein theoretisch schon beenden könnte, aber es noch nicht getan habe, Buchreihen, die ich aussortiert habe und Buchreihen, die ich angefangen habe, wo dieses Jahr noch ein Teil kommt, ich sie aber an und für sich, glaube ich, noch nicht beenden könnte. Also alles, was ich hier quasi so angefangen rumstehen habe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Damit dieses Video jetzt nicht wieder so ultra lang wird wie mein Jahreshighlight und beendete Reihenvideo, werde ich zu den einzelnen Reihen nicht mehr wirklich viel sagen. Ich werde sie euch zeigen. Falls noch eine Fortsetzung kommt und ich das weiß, werde ich euch das auch sagen. Und ich werde euch die Reihen zeigen, die ich nicht weiterlesen werde und werde euch auch noch kurz erzählen, warum. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den E-Books an, bevor ich die wieder vergesse. Und zwar die erste Reihe, die ich zu Hause habe, schon komplett, die ich beenden könnte, wäre die Promise-Reihe von Maya Shepherd. Da ist der erste Teil die Bärentöterin, die Flammentänzerin und die Herzenskämpferin. Die wollte ich letztes Jahr eigentlich schon beenden, diese Reihe. Wie gesagt, ich habe auch alle drei E-Books schon da. Könnte sie lesen, den ersten Teil habe ich auch schon gelesen. Müsste ich mal irgendwie mit in Angriff nehmen. Steht auf jeden Fall für 2017 mit auf meinem Zettel. Aber ihr wisst, E-Books sind so meine Stiefkinder, die vergesse ich gerne mal. Also ja, mal gucken, ob ich diese Reihe dieses Jahr beenden kann. Dann habe ich noch bei den E-Books mir jetzt im Dezember ja gekauft von Regina Meißner Seductio, alle drei Teile. Ich habe noch keinen von diesen Büchern gelesen. Die kann ich auf jeden Fall aber schon rein theoretisch beenden, weil ich ja alle drei Teile da habe. Dann habe ich bei den E-Books noch das Schattenreich, im Schattenreich der Vampire von Bella Forrest, da habe ich die ersten beiden Bände gelesen. Werde ich irgendwann nochmal die restlichen Bände lesen, aber ich glaube jetzt nicht dieses Jahr, weil das sind, glaube ich, auch 8, 9 oder 10 Bände, die es da jetzt inzwischen insgesamt gibt. Also es ist eine sehr, sehr lange Reihe auch und Band 1 war gut, da habe ich dann gleich den zweiten mir hinterher gekauft und gelesen. Der zweite war dann auch an und für sich okay, das Ende vom zweiten war auch okay, weswegen ich jetzt nicht so unbedingt die Ambition habe, den dritten noch zu lesen. Ja, aber vielleicht irgendwann einmal. Auf jeden Fall, diese Reihe habe ich auch noch bei den E-Books. Ansonsten habe ich gerade nochmal geschaut, bei den E-Books habe ich noch Der Gedankenlese von Dima Seels. Das ist auch der erste Teil einer Reihe. Ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Buch dieses Jahr lesen werde. Wir werden sehen. Dann habe ich noch den ersten Teil von Marie Grashoffs Kernstaub. Auch das habe ich noch nicht gelesen. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich die Reihe dann weiterlesen werde. Und ansonsten habe ich natürlich noch die Fuchsreihe von Niki. Die lese ich ja quasi vorab immer schon, aber auch die lese ich quasi als E-Books und auch die möchte ich natürlich dieses Jahr weiterlesen. Und ansonsten habe ich hier keine Reihe weiter, die ich jetzt noch unbedingt lesen und beenden möchte. Nein, das war es dann auch schon von den E-Books. Dann kommen wir jetzt zu den richtigen Büchern, die ich hier noch rumstehen habe, die ich euch zeigen kann, wo ich die Reihen dann gerne beende. Komme ich jetzt als allererstes erstmal zu den Büchern, wo ich die Reihen beenden könnte, weil alle Teile bereits erschienen sind. Und zwar ist das einmal Grisha, Goldene Flamme von Leigh Bardugo, da die Preise für den zweiten und den dritten Band hier gerade ab durch die Decke gehen. Der zweite Band wurde bei Medimops mit 256 Euro gehandelt, habe ich letztens gesehen. Ah, die haben noch eine Macke. Sorry, da kaufe ich nicht. Ich werde den zweiten und den dritten Teil hier dann mir als E-Book holen und als E-Book dann fertig lesen, weil ich gebe doch keine 256 Euro für ein Buch aus. Die spinnen doch. Ja, und ja, werde den ersten dann wahrscheinlich mir auch nochmal als E-Book holen und dann alles aussortieren oder so. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, diese Reihe könnte ich beenden, werde ich auch versuchen mit zu beenden, denn der erste Teil von Grisha hat mir ganz gut gefallen. Und ja, wie gesagt, Teil 2 und 3 gibt es dann halt als E-Book. Dann habe ich hier noch Calendar Girl von Audrey Carlin. Da habe ich den dritten und den vierten Teil ja zum Geburtstag mitbekommen. Und ja, diese Reihe werde ich dann dieses Jahr auf jeden Fall auch mit beenden. Und es geht ja hier um ein Escort Girl, was Geld braucht, weil ihr Vater Schulden gemacht hat. Und damit sie und ihre Schwester nicht in Gefahr schweben, tut Mia sich dann quasi hier als Escort Girl, als Begleitung zur Verfügung stellen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Und wie gesagt, diese Reihe kann ich beenden, habe ich alle Teile zu Hause. Dann habe ich hier noch Everflame von Josephine Angelini. Den zweiten Teil habe ich jetzt aktuell, wo ich dieses Video drehe, gestern erst beendet. Ich muss sagen, der zweite Teil war ganz okay. Es ist keine Reihe, die mich jetzt von den Socken reißt. Der erste Teil war auch schon für mich so lala. Aber ich möchte jetzt auch hier gerne nach dem zweiten Teil wissen, wie das am Ende jetzt hier ausgeht. Denn hier waren am Ende noch so ein paar Wendungen drin, die ich jetzt auch nicht unbedingt habe kommen sehen. Und wo ich dann auf jeden Fall gespannt bin, wie das Ganze ausgeht. Das heißt, den dritten Teil werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal mitholen und dann diese Trilogie beenden.
Dann habe ich noch die Flammenmädchen-Reihe von Samantha Young. Auch hier werde ich den vierten Teil mir jetzt mal noch mitholen und lesen, dass ich diese Reihe für mich auch beendet habe. Auch das ist keine Reihe, die mich extrem umgehauen hat. Das ist eine Reihe, die ganz nett ist und ganz okay ist, so als Jugendfantasy. Aber es ist halt nichts, was einen von den Socken reißt. Aber ich möchte sie gerne halt so für mich mit beenden. Dann möchte ich dieses Jahr auch versuchen mit zu beenden Black Blade von Jennifer Estep. Das ist ja nur eine Trilogie, das heißt, ich könnte diese Reihe beenden, denn Teil 2 und 3 ist auch schon erschienen. Und werde ich auch den dieses Jahr auf jeden Fall mit versuchen, fertig zu kriegen und muss mir dann den zweiten und den dritten Teil mal irgendwie noch mit kaufen. Denn ja, wie gesagt, Jennifer Estep finde ich als Autorin auch ganz, ganz cool und möchte ich auf jeden Fall beenden, diese Reihe. Hier geht es ja auch um eine Urban-Fantasy-Welt und die spielt sogar, glaube ich, in der gleichen Welt wie die von Spinnenkuss. Apropos Spinnenkuss, wo habe ich dieses Buch? Das liegt hier auch noch mit irgendwo rum. Dann kann ich nächsten Monat diese Dilogie hier beenden, Infernale von Sophie John. Da kommt der nächste Teil, da kommt der zweite Teil im Februar raus und den möchte ich dann mit Annika auf jeden Fall auch wieder mit zusammen lesen. Denn wir haben den ersten Teil schon zusammen gelesen und fanden das Buch wirklich gut. Ich fand den Ansatz dieser Dystopie auch ganz toll mit diesen Mördergehen und freue mich dann schon auf den zweiten Teil und werde diese Reihe damit dann auch im Februar beenden. Das waren die Bücher, die ich rein theoretisch jetzt die Reihen alle beenden könnte, weil da alle Teile bereits erschienen sind. Kommen wir jetzt zu den Reihen, wo immer noch ein Buch oder zwei Bücher oder so fehlt und ich die deswegen noch nicht beenden kann. Ich greife jetzt einfach mal hier dazu. Fangen wir an mit dieser Reihe. Das ist die Wait For You-Reihe von Jaylin. Das ist der fünfte Teil, Forever With You. Der kommt der sechste, Fire In You, im Mai raus und damit ist diese Reihe dann auch beendet. Da freue ich mich dann auch schon sehr drauf, denn eigentlich sollte Fire New schon letztes Jahr im August erscheinen, wurde dann aber verschoben. Also wie gesagt, freue ich mich drauf, diese Reihe dann zu beenden. Dann die Reihe, die ich aktuell gerade lese, Dare to Love von Carly Phillips. Da gibt es insgesamt 9 Bände. Die kommen, also das ist der 7. Band, 8 und 9 kommen dieses Jahr auch auf jeden Fall noch mit raus. Das heißt, ich kann diese Reihe dann dieses Jahr auch definitiv noch mit beenden. Das ist eine Erotik-Liebesroman-Reihe von Carly Phillips und ich finde sie ganz, ganz toll. Und ich finde, bisher ist sie mit jedem Band auch besser geworden. Dann möchte ich diese Reihe auch gern beenden und zwar die Again-Reihe von Mona Kasten. Ich fand den ersten Teil ja ganz nett, hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt und ich konnte den Hype um dieses Buch auch nicht ganz verstehen. Ich habe da letztens eine Rezension zugelesen von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Moment. Hat mich Annika draufgebracht auf diese Rezension und zwar ist die von, warte, wir hatten es doch gestern erst, von lebensleseliebelust.blogspot.de und sie hat es in ihrer Rezension genau auf den Punkt gebracht, wie ich mich mit diesem Buch gefühlt habe. Es ist eine tolle Geschichte, die man toll lesen kann und die sich toll lesen lässt, wo man auch weiterlesen möchte, aber sie hat halt auch einige Mängel, was mich auch da tierisch gestört hat. Also wenn ihr wissen wollt, wie es mir mit diesem Buch geht, dann schaut bei Lebenslust, ich verlinke euch ihren Blog einfach unten in der Infobox. Schaut bei ihr einfach vorbei und lest euch die Rezension durch, dann wisst ihr, wie es mir mit diesem Buch ging. Dann fehlt mir noch hier der vierte Teil von Rock Kiss. Dieser erscheint jetzt auch Februar, März rum und dann ist diese Reihe damit dann auch beendet. Ich bin schon sehr gespannt auf den letzten Teil. Der zweite hat mir ultra gut gefallen, der dritte war ganz okay, der erste war so nicht mein Fall. Deswegen mal gucken, wie der vierte jetzt so ist und möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch mit beenden. Rock Kiss von Nalini Singh. Dann habe ich noch eine New Adult Reihe und zwar die Forever in Love Reihe von Cora Carmack. Hier habe ich Band 1 und 2 zu Hause, der dritte fehlt mir noch. Der vierte ist glaube ich auch noch nicht erschienen, der müsste auch dieses Jahr noch kommen. Und ich möchte auch gucken, dass ich diese Reihe vielleicht dieses Jahr dann auch noch mit beendet bekomme. Das ist so eine College-Football-New-Adult-Reihe und mein Buchstabe ist gerade umgefallen. Verdammte Hacke. Dann habe ich hier mal noch Fridge mit der dazu genommen von Jaylin. Da kommt der zweite Teil Scorch dieses Jahr auch noch raus. Ich glaube im April. Und da geht es dann um die Freunde von dem Pärchen, von dem hier. Und zwar um Tanner und ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall geht es da um die Freunde von den beiden, um die es in Fridge gehen. Und ja, freue ich mich schon sehr, wenn Scorch dann erscheint, möchte ich auf jeden Fall auch mitlesen. Und ich glaube, das sind auch nur die zwei Bände, die zu dieser Reihe gehören. Deswegen wird es dann wahrscheinlich eine Dilogie und ist dann abgeschlossen. Dann möchte ich 2017 auf jeden Fall hier weiterlesen. Und die Rote Königin von Victoria Elliott. Der zweite Teil ist ja letztes Jahr schon erschienen. Habe ich noch nicht da. Ich werde jetzt auch warten, bis der dritte Teil dann erscheint und werde die dann so hintereinander weglesen. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das hier mit
Mara und in dieser Welt, wie das alles so weitergeht, was mit diesen Prinzen passiert und ja, ob die Roten es schaffen, sich gegen die Silbernen aufzulehnen. Bin ich schon sehr gespannt und freue mich hier auf die Fortsetzung und wie gesagt, versuche ich auch dieses Jahr dann noch mit zu beenden, weil es ist ja auch nur eine Trilogie. Dann möchte ich dieses Jahr noch diese Reihe hier beenden, Das Juwel von Amy Ewing. Da habe ich ja die ersten beiden Teile mit Kati und Ronja gelesen und wir werden auch den dritten Teil, das heißt der schwarze Schlüssel, den werden wir auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder mit zusammenlesen und der erscheint, glaube ich, im März oder Mai auch. Also auf jeden Fall so in der ersten Hälfte des Jahres kommt der dritte Teil raus und wie gesagt, den werden wir dann auch wieder zu dritt lesen und da freue ich mich schon drauf. Und ja, ich bin gespannt, wie das hier mit Violet und diesen ganzen Herzoginnen, Gräfinnen, Fürstinnen und dieser kranken Welt da dann ausgeht und ja. Schauen wir mal, ich bin gespannt und möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr mit beenden. Möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall hier noch den dritten Teil lesen und zwar Schattentraum von Mona Kasten. Da habe ich die ersten beiden Teile ja bereits gelesen, vor ziemlich langer Zeit. Und der dritte fehlt mir jetzt noch und ja, den werde ich dann auch dieses Jahr mit belesen. Den werde ich mir aber auch nur als E-Book holen, weil der hat nur 200 Seiten? 230 Seiten oder so hat der dritte Teil und das lohnt sich nicht, den als Buch zu kaufen. Und deswegen werde ich ihn mir dann als E-Book holen und mal gucken, was da so am Ende mit Emma und Gabriel so passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, werde diese Schattentraumreihe dann damit auch beenden, hoffe ich, dieses Jahr. Mal gucken. Dann würde ich sehr gerne noch diese Reihe hier fortsetzen und zwar Alice im Zombieland von Stina Showalter. Da habe ich den ersten und zweiten Teil in der neuen Auflage vom HarperCollins Verlag bekommen und der HarperCollins Verlag konnte mir aber noch nicht sagen, ob der dritte und vierte Teil auch noch mal neu aufgelegt wird oder ob das da bei den alten Auflagen bleibt. Deswegen werde ich hier nochmal warten bis zur zweiten Hälfte 2017, ob ich da noch irgendwas höre. Werde den Verlag dann sicherlich auch nochmal fragen, ob die da jetzt schon genaueres wissen. Wenn nicht, kaufe ich mir dann halt den dritten und den vierten Teil quasi in der alten Auflage, dass ich dann diese Reihe dann auch mit beenden kann. Denn ich fand den ersten und den zweiten Teil hier wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr cool. Bis auf, dass sie sich immer auf die Fresse gewaffelt haben, haben mir die Bücher wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, bin gespannt, wie es mit dem dritten und vierten weitergeht. Deswegen möchte ich diese Reihe auf jeden Fall gerne auch beenden. Und mal schauen, ob es dieses Jahr was wird. Abwarten, das würde ich jetzt danach abhängig machen, was der Verlag sagt, wegen der Auflage oder halt auch nicht. Dann kommt im März der dritte Teil dieser Reihe raus und zwar Broken Hearts. Ich weiß gerade nicht, wie der dritte Teil heißt. Auf jeden Fall geht es im dritten Teil um Jessie Kay und West. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte, denn Jessie Kay und West haben im ersten wie auch im zweiten Band schon immer so nebenbei mit einer Rolle gespielt und man hat sich schon immer so gefragt, so, was wird denn das jetzt mit den beiden? Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf den dritten Teil und freue mich, wenn er dann erscheint und möchte den auf jeden Fall auch mitlesen. Und damit wäre diese Trilogie dann auch beendet. Also, nö. Werde ich dieses Jahr auf jeden Fall beenden. Woohoo! Dann habe ich hier jetzt noch rumliegen Schnee wie Asche von Sarah Rash. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das eine Dilogie oder eine Trilogie ist. Ich habe den zweiten Teil inzwischen auf jeden Fall schon da. Ich werde den jetzt auf jeden Fall mitlesen. Danach werde ich sicherlich auch mehr wissen, ob es zwei oder drei Teile sind. Auf jeden Fall werde ich hier diese Reihe fortsetzen. Und ja, wie gesagt, wenn es nur zwei Teile sind, was ich gerade nicht weiß, werde ich sie halt auch beenden. Aber ich glaube, es sind drei. Ich muss mich dann nochmal näher informieren, aber auf jeden Fall werde ich diese Reihe hier fortsetzen. Dann kommt in zwei Monaten endlich, also es sind heute noch 62 Tage, kommt der zweite Teil von Samantha Young, The Real Thing. Diese Reihe umfasst 6 oder 7 Teile dann im insgesamten, glaube ich. Und das wird erst übernächstes Jahr wahrscheinlich dann was werden, dass diese Reihe dann beendet werden kann. Aber auch diese Reihe möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr fortsetzen und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil, wenn er in 62 Tagen erscheint. Dann wisst ihr, in 62 Tagen, heute ist Sonntag, der 8. Januar und in 62 Tagen werde ich dann in der Buchhandlung stehen und mir den zweiten Teil kaufen. Nur, dass ihr es wisst. Also, ne? Ach, ich freue mich schon so. Ja, Geschichte von Bailey und Vaughn. Dann möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall weiterlesen. Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ich fand den ersten, zweiten und dritten Teil ja ganz gut. Der zweite hat mir bisher am besten gefallen. Ich bin aber noch ein bisschen zwiegespalten mit dieser Reihe, weil hier waren so viele Handlungsstränge drin. Und so viel drumherum, was da passiert ist, was mich jetzt eigentlich nicht interessiert hat. Und Sina meinte, das wird im vierten und fünften Teil nur noch schlimmer. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten, ob ich hier weiterlesen möchte. Aber eigentlich möchte ich schon wissen, was dann hier am Ende natürlich mit unserer Protagonistin Selena
Silena passiert. Und ja, der vierte Teil ist ja inzwischen auf Deutsch erschienen, der fünfte ja noch nicht. Vielleicht warte ich auch, bis es den fünften gibt und lese dann den vierten und fünften so hintereinander weg. Mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich diese Reihe versuchen fortzusetzen, denke ich mal. Ich werde sie fortsetzen. So, jetzt muss ich den Akku mal wieder wechseln. Die nächste Reihe, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier, die Daughter of Darkness von Bianca Iosivoni. Das ist der zweite Teil Sydney, den habe ich ja gewonnen. Letztes Jahr bei einem Gewinnspiel, das Bianca gemacht hat, und da habe ich mich riesig gefreut. Ich mochte auch dieses Buch total gern. Weswegen ich den ersten Teil jetzt auf jeden Fall noch haben möchte, den werde ich mir demnächst auf jeden Fall jetzt mal mitholen. Der dritte Teil kommt dann auch, glaube ich, im Februar oder März mit raus. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kommt er dann auch demnächst raus, der dritte Teil, und da freue ich mich dann auch schon drauf. Und ja, diese Reihe möchte ich auch auf jeden Fall fortsetzen, denn ich fand den zweiten Teil hier ganz, ganz cool. Dann habe ich jetzt hier die nächste Reihe, die ich euch zeigen möchte, und da habe ich schon einige Bücher gelesen, und zwar ist das die Elemental Assassin Reihe von Jennifer Estep. Da habe ich den fünften Teil jetzt hier noch auf meinem Stapel liegen, den ich noch mitlesen möchte. Der sechste ist schon draußen, der siebte kommt demnächst raus. Ich glaube, es sind insgesamt 9 Teile, was diese Reihe hat. Und ja, die werde ich auch auf jeden Fall weiterlesen und fortsetzen. Und ich bin schon gespannt, wie es hier mit Jin, unserer Auftragskillerin, weitergeht. Und ja, ist eine ganz, ganz coole Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal was ganz, ganz anderes lesen wollt, dann lest diese Reihe. Sie ist wirklich ultra cool. Die nächste Reihe kann ich leider noch nicht fortsetzen, weil da noch in den Sternen steht, wann sie denn weitergeht. Und zwar Talon von Julie Kagawa. Das ist der dritte Teil jetzt hier dieser Reihe, und der vierte, wann der rauskommt, steht noch nicht fest. Ich glaube, es sollen insgesamt 6 Bände werden, was diese Reihe betrifft. Und ja, mal schauen, wann ich hier weiterlesen kann. Hier geht es ja um Drachen, und es ist eine Jugendgeschichte, und auch die finde ich bisher ganz, ganz cool. Und das Ende vom dritten Teil hat mir mein Herzchen so ein bisschen rausgerissen. Ich fand es sehr, sehr traurig, was hier am Ende passiert ist, und bin deswegen jetzt umso gespannter, wie es im vierten Teil dann weitergeht. Und ja, möchte ich auf jeden Fall dann auch weiterlesen. Talon von Julie Kagawa. Oder Kagawa, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ein Buch, was ich euch bei meinen beendeten Reihen schon gezeigt habe, und zwar die Gestaltmantelreihe von Nalini Singh. Wie bereits erwähnt, geht die Reihe in die zweite Staffel, und zwar ab dem September. Da freue ich mich schon drauf, und ja, ich werde auf jeden Fall diese Reihe weiter fortsetzen, denn ich möchte wissen, was in dieser Welt alles noch passiert, was Nalini Singh sich da alles noch ausgedacht hat. Und ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fan dieser Reihe und liebe sie über alles und möchte sie auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann geht es in diesem Jahr auch mit dieser Reihe hier noch weiter, und zwar Noelle und Noelle von Nikki Kiso. Da kommt der dritte und der vierte Teil dann planmäßig dieses Jahr auch noch mit raus. Ich weiß gerade nicht mehr genau wann. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen bei Nikki durch ihre ganze Fuchsgeschichte noch. Aber auf jeden Fall im Frühjahr jetzt kommt der dritte dann, glaube ich, mit raus. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall auch mit weiterlesen und bin gespannt, wie es mit Noelle und Noelle, unserem Geschwisterpaar, hier weitergeht. Und ja, mal schauen, was den beiden alles noch so passiert und was in dieser Drachenwelt alles noch so drin vorkommt. Ich bin gespannt, was Nikki sich da noch alles so ausgedacht hat. Auf jeden Fall, die Reihe möchte ich dann auch weiterlesen. Die nächste Reihe, die ich weiterlesen möchte, da muss ich das Buch jetzt auch noch lesen, und zwar dieses hier, Angel Fall, Tage der Dunkelheit von Susan E. Das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Wann der dritte übersetzt wird, weiß ich leider im Moment gerade noch nicht. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal reingeguckt. Das werde ich dann die Tage, wenn ich das Buch lese, auf jeden Fall nochmal mit tun. Und ich hoffe, dass der Verlag den dritten Teil auch mit übersetzt. Und ja, werde dieses Buch dann die Tage lesen und den dritten dann auch auf jeden Fall, wenn er denn dann kommt. Und ja, ich freue mich schon so unheimlich auf dieses Buch. Das erste war ja so toll und so gut und so schockierend. Und oh mein Gott, I love it. Und ja, freue mich jetzt auf dieses Buch und ja, wie gesagt, werde es dann in nächster Zeit auf jeden Fall mitlesen und bin gespannt, wie es mit Penryn und Ruffe weitergeht. Gut, dann wären wir bei der letzten Reihe, die ich auf jeden Fall fortsetzen möchte, auch wenn mir dieses Buch nicht wirklich gefallen hat, und zwar Tempting Love von Jaylin. Ihr wisst, ich bin ein Jennifer Armentrout bekloppter Mensch. Ich möchte alles von dieser Autorin lesen, auch wenn es mal ein paar schwächere Bücher sind. Und ja, Tempting Love war eins von diesen schwächeren Büchern, und ich möchte diese Reihe trotzdem fortsetzen, weil es für mich einfach da dazugehört. Ich habe zu mir gesagt, Jennifer Armentrout, Samantha Young und Laura Newman lese ich alles, was erscheint. Und deswegen werde ich auch Tempting Love weiterlesen. Haltet mich jetzt für bescheuert und bekloppt, ist mir egal. Ich lese es weiter und bin gespannt, was der zweite Teil dann bringt. Da geht es um den Bruder von Chase, und der kommt im April, Mai auch so in der Dreh mit raus. Und ja, bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Und der ist, glaube ich, auch 100 Seiten auf jeden Fall dicker als der hier. Also schauen wir mal. Damit kommen wir zum letzten Punkt für dieses Video, und zwar zu den Buchreihen, die ich nicht weiterlesen werde, die ich jetzt für mich gesagt habe. Ich sortiere sie erstmal aus. Ich weiß auch schon, was ich mit den Büchern mache. Die kriegt dann meine Freundin Jenny. Die möchte sich nämlich
eine kleine Bibliothek aufbauen zu Hause. Die hat jetzt einen riesengroßen Raum, wo sie ganz viel Platz hat. Und dann kriegt sie die Bücher, die ich jetzt nicht weiterlese. Und was sie nicht möchte, kriegt meine Mom. Und ja, und zwar, was ich nicht weiterlesen möchte, ist zum einen diese Reihe, die Chicago Stars Reihe von Susan Elizabeth Phillips. Da habe ich ja diesen Teil auch abgebrochen. War einfach nicht mein Fall, nicht mein Schreibstil, nicht meine Ausdrucksweise, nicht meine Charaktere. Werde ich nicht weiterlesen. War ganz absolut nicht mein Fall. Dann werde ich auch nicht weiterlesen. Ich habe mit mir gerungen, die Dirty Secrets, also diese Secrets-Reihe von Jay Kenner. Das ist der erste Teil Dirty Secrets, der zweite heißt Sexy Secrets und der dritte dann keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, diese Reihe nicht weiterzulesen, weil die Erotik war mir einfach zu viel und die Geschichte mit diesen zwei Stiefgeschwistern war jetzt auch nicht so meins. Und es war einerseits eine coole Geschichte mit einem coolen Ansatz, aber mir war einfach hier zu viel Erotik in diesem Buch und deswegen habe ich mich halt entschieden, werde ich diese Reihe nicht weiter fortsetzen und ja, werde dieses Buch mit aussortieren und ja, war einfach nicht mein Ding. Nee, dann auch nicht weiterlesen werde ich erstmal Lockwood & Co. von Jonathan Stroud. Ich fand den ersten Teil zwar ganz gut, aber ich habe jetzt keinen Anreiz irgendwie weiterzulesen. Also spricht mich im Moment überhaupt nicht an und ja, ich habe keine Ambition gerade dazu, hier zu erfahren, wie es mit Lucy und so weitergeht. Vielleicht irgendwann mal schauen, aber ich sortiere es jetzt erstmal einfach mit aus. Dann auch mit aussortiert habe ich The Cage entführt von Megan Shepard. Ich habe dieses Buch ja gelesen. Ich war da auch sehr zwiegespalten, was dieses Buch betrifft. Einerseits hat es mir gut gefallen, andererseits fand ich die Handlung ein bisschen bekloppt und habe dann jetzt so überlegt, liest es weiter und dann dachte ich mir, nee, eigentlich interessiert es mich jetzt auch nicht wirklich, was da passiert. Deswegen werde ich auch The Cage entführt von Megan Shepard aussortieren und nicht weiterlesen, weil einfach mir war einfach in der Geschichte zu viel unstimmig und mir hatte einfach zu viel nicht gefallen. Und ja, deswegen, auch wenn ich dieses Cover immer noch ultra cool finde mit diesen Augen und so, aber ich werde es aussortieren und nicht weiterlesen. Und die letzte Reihe, die ich erstmal nicht weiterlesen werde, ist Daughter of Smoke and Bone von Lainey Taylor. Ich habe mir hier noch ein paar Kritiken nochmal dazu angeschaut. Ich fand den ersten Teil ganz gut. Und ich war auch beim Lesen dann gespannt, wie es weiterging. Aber je mehr ich mich von diesem Buch distanziert habe, umso weniger hat es mich interessiert am Ende. Ich habe auch gelesen, dass der zweite und der dritte Teil nicht mehr ganz so gut gewesen sein sollen wie der erste. Und deswegen dachte ich dann so, vom Hocker gehauen hat mich der erste Teil jetzt nicht. Er war ganz nett. Und ja, deswegen werde ich diese Reihe auch erstmal nicht mehr weiterlesen, weil ich habe einfach zu viele angefangene Reihen, wie ihr gesehen habt, die ich primär erstmal beenden möchte. Und ja. Da fliegt diese hier jetzt leider raus. So, das waren die Reihen, die ich aussortiert habe. So viele sind es nicht. Wie gesagt, die Bücher kriegt alle meine Freundin und meine Mom und die können damit ganz viel Spaß haben. Vielleicht leihe ich sie mir irgendwann nochmal aus und lese nochmal. Mal schauen. Ansonsten war es das jetzt auch erstmal für dieses Video. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall mal, was ich so für angefangene Reihen im Schrank habe, was ich beenden möchte, was ich nicht beenden möchte. Und ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr auch so viele angefangene Reihen im Schrank? Oder sagt ihr, ich lese immer aus einer Reihe fertig, ich eine neue anfange? Oder wie ist das bei euch? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, interessiert mich sehr. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch wie immer fürs Gucken. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss!